eine Strumpf. Und schwarzes Hut, genau, das wollte ich jetzt. Was? Oh Mama. Cool. Cool. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen... Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit meiner Mutti am Start. Sie ist aus der Schweiz hier mal angetanzt und habe ich mir gedacht, packe ich sie doch mal direkt und zähle sie mit ins Video. Ich hatte nämlich eigentlich vor, ein Video darüber zu drehen, wie ich out of my comfort zone gehe und einfach mal neue Outfits probiere. Und da habe ich mir gedacht, warum machen wir das nicht direkt wieder im Altersvergleich? Das letzte Video ist schon sehr lange her, ja, oder? Und ich habe mich so gefreut, dass die Sophia mit mir wieder ein Video dreht. Ja, wirklich. Das klingt so, als hätte ich dir das vorher gesagt, damit du das sagst. Freust du dich wirklich? Ja, wirklich. Okay, also denk nicht, dass ich dir vorgegeben habe, was ich jetzt sagen will. Gemacht. Ja, siehst du? Wir haben öfters sehr viel geredet vorher, so früher in den Videos. Und jetzt haben wir sehr, sehr lange nichts mehr gedreht und fand ich echt mal cool, wieder lustig. Ja. Deswegen habe ich heute 4 verschiedene Outfits rausgesucht, die auf alle Fälle von uns beiden out of our comfort zone sind. Ein bisschen mal was anderes. Ich habe ein bisschen Inspo gesammelt und habe mir einfach gedacht, vielleicht finden wir da ja mal was Neues und schauen einfach mal, wie wir uns fühlen, so in den verschiedenen Altersklassen. Ich bin jetzt 26, du bist? 42. 42? Und es ist an sich ja völlig egal, was ihr irgendwie tragt oder ihr müsst euch damit wohlfühlen, egal wie alt ihr seid. Nur es ist natürlich immer sehr, sehr spannend zu sehen, ist das überhaupt altersabhängig? Genau. Unabhängig davon, ob sowas größenabhängig ist oder sonst was. Was ich ja grundsätzlich bei Fashion nicht finde. Ich finde, wenn jemand das ausstrahlt, was er trägt, dann ist es ein geiles Outfit. Ja, das schon. Aber ich finde, ein bisschen altersentsprechend muss man schon anziehen. Siehst du, das sind 2 verschiedene Meinungen, die natürlich alle akzeptiert werden. Und deswegen sind wir auch sehr gespannt, was ihr unten in die Kommentare schreibt. Das hier ist einmal der erste Look, den ich so rausgefischt habe. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte Lust, mal so ein bisschen wieder einen kleinen Schwung reinzubringen bei mir und habe mir dann gedacht, why not direkt den Vergleich hier. Das ist so ein typischer Alltagslook, den, glaube ich, ganz, ganz viele von euch auch tragen. Einfach vielleicht eine Leggings oder in diesem Fall sogar so eine glänzende Leggings, falls man noch so ein bisschen das pimpen will. Kombiniert mit so einem Strickpullover und dann einfach ein paar coolen, einfachen Sneakern. Wow, jetzt ist dunkel geworden. Da wird einfach so ein Auto vorbei, dunkel. Was? Mir fehlt die Tasche, ist mir auch gefallen. Zum Look, ich finde mich sehr jugendlich und so in diesem Outfit. Diese Tasche gefällt mir, weil ich benutze auch, Entschuldigung, ich benutze auch immer umhängende Tasche. So, den Pulli finde ich auch sehr schön und auch sehr gemütlich und kuschelig. Den Leggings, klar, ich trage auch keine Leggings, aber die besondere, muss ich sagen, die ist nicht so bequem. Aber findest du grundsätzlich das Glänzende schlecht oder würdest du es tragen? Glänzende finde ich nicht schlimm. Ja. Ja, weil es ist eine glänzende, aber noch moderat, finde ich. Also nicht so, ja, das stimmt, das geht. Das ist nicht so wie das ganze Bühnen, das ist Vinyl, wo das so richtig glatt ist, wo man so ausrutscht. Genau, ich finde das, wie gesagt, sieht nicht schlecht aus. Die Schuhe, die gefallen mir sehr. Das ist so ein richtiger Basic-Look. Also falls ihr, sag ich jetzt, im Herbst nicht wisst, was ihr anziehen sollt, mit so einer, sag ich jetzt, was glänzenden Leggings seid ihr halt cool gepimpt. Dann seid ihr nochmal irgendwie mit einem farbigen Strickpulli vielleicht, falls ihr jetzt nicht das super simpel haben wollt. Oder ihr ersetzt es natürlich einfach durch so eine knallige Tasche oder sowas. Dann habt ihr wirklich nochmal einen speziellen Look, ein bisschen Statement-Schmuck und ready ist euer Outfit für den Herbst, würde ich sagen. Kleid und Stiefel sind an, allerdings fehlt da noch ein bisschen was, weil so sieht es noch nicht so ganz so aus, oder? Nein. Denkst du? Okay, du kriegst ein Hemd. Das macht dann anders. Und jetzt machen wir in 3, 2, 1 und machen so und lassen fallen, ja? Okay. 3, 2, 1. Nicht so, kurz nach oben. Nochmal. 3, 2, 1. Das war gut. Jetzt stellst du dich hier hin. Dahin, wo es ist. Kleines Tutorial nebenbei, wie sowas funktioniert. Jetzt machst du mal das Hemd auf und jetzt machst du den hier. Aber gleichzeitig mit mir. Also, zählst du oder soll ich zählen lieber? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Jetzt müsste es funktioniert haben. Ja, also, das ist der fertige Look. Ich glaube, Mama und ich gucken uns den mal ganz kurz selbst am Spiegel an, damit wir das nochmal so ein bisschen besser bewerten können, ob das grundsätzlich ein Fail ist oder ob es irgendeinem von uns irgendwie steht. Dein erstes Gefühl ist so, oh mein Gott, ich muss raus.
Ja, mir gefällt das nicht, weil also so, das ist mir zu eng und das rutscht immer nach oben. Das ist aber grundsätzlich bei diesen engen Kleidern. Also ich kenne niemanden. Man sieht die ganze Zeit so runter, ja, das und das ist übelst nicht schön. Übelst. Einfach. Ja, ich finde aber auch, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch niemanden kennengelernt, der solche Kleider gerne im Alltag trägt. Ich bin trotzdem nicht überzeugt von diesem Outfit, weil das passt nicht zu meinem Alter, finde ich. Das macht für mich Bauch, obwohl ich wirklich nicht wirklich eine habe. Dann hier auch, man sieht auch dieses schwabbelige Sinn, finde ich, und wohl. Dann dieses hier runter. Ja, und die Farbe gefällt es mir nicht wirklich. Ich finde vielleicht an dieser Stelle die Idee von dem Look finde ich nicht schlecht. Also wenn ihr vielleicht so ein oversized Hemd habt und so ein Bodycon-Kleid oder so ein Bleistiftkleid, kann man es irgendwie mal ganz cool kombinieren, auch mit so Boots. Ich denke auch, dass eine Strumpfhose dazu ganz gut aussieht. Allerdings glaube ich, dass das Kleid dann dunkler sein muss, weil ich finde dieses sehr, sehr helle Beige dann noch unten komplett mit einer schwarzen Strumpfhose, auch wenn die sehr durchsichtig ist, das ist, glaube ich, zu hart. Ja, aber ansonsten muss ich auch sagen, es ist jetzt auch nicht so mein Favorite-Outfit, aber ich würde es tragen. Also ich fühle mich jetzt nicht so wohl. Ist okay von den Armen. Ja, das Kleid finde ich eigentlich nicht schlecht. Bis auf, dass es halt so eng unten ist. Aber wie gesagt, das ist nicht so meine Stoff und mein Outfit und so. Und die Stiefel auch nicht. Die finde ich geil. Ich finde die geil. Dieses Outfit hier ist sowas von out of my comfort zone, wo ich aber dachte, ich habe das bei einer Bloggerin gesehen, das sah so cool an ihr aus, sowas in der Art. Und deswegen dachte ich, probieren wir es jetzt einfach mal gnadenlos. Eine weiße Hose kombiniert mit so einem Flieder und einem Teil, dann nochmal einen Hut und dann nochmal die Schlangenoptik-Schuhe. Die müsst ihr euch ganz genau anschauen, weil die reißen es natürlich total raus. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wenn ich es jetzt an dir sehe, wenn ich dich so auf der Straße sehen würde, würde ich denken, du hast einen kleinen Knall, aber wiederum weißt du genau, was du tust. Ich finde es nicht schlecht. Die Hose, muss man sagen, die ist eher ein bisschen zu klein, aber da konnte ich keine andere Größe bestellen. Was sagst du denn, Mama? Oder wollen wir uns kurz angucken? Ja, kurz angucken. Okay, gucken wir uns kurz an. Die Mama läuft nie auf Hundschuhen. Ich fühle mich wie ein andere aus anderer Schicht. Ich sag mir gerade so, sag nicht Schnöse. Ich so, ja, das ist eine Wertung, ne? Und dann sagt sie, ich fühle mich wie aus einer anderen Schicht. Okay, also, nein, das lassen wir mal so stehen. Ich habe das nicht gesagt. Sie hat es gesagt. Nein, es ist so, für mich, ich finde, wenn ich sowas jetzt anziehe und mich vor den Spiegel anschaue, sehe ich, wow, was für eine geile Frau. Ja? Die hat eh gerade gesagt, auch von allem mit den Haaren und mit dem Hut und so, es sieht so, ob mich ausgewertet hat, so, weißt du, so aufgewertet. Aufgewertet hat. So von so, sehr so fragliche Äußerungen. Auch so, Aber das stimmt schon. Ich finde, Outfits können einem das Gefühl, ist so wie wenn man ein Abendkleid anzieht und dann das Gefühl hat, oder ein Brautkleid anzieht und so, dann so denkt, wow, wer bin ich denn? Und so ein bisschen das Gefühl hat man mit diesem Look auch, weil es halt etwas ist, was man noch nie oder sehr selten angezogen hat. Das ist so, wenn ich sowas mache mit dir, also so, das gibt mir das Gefühl, man soll manchmal doch Sachen ausprobieren. Testen. Ja, deswegen wollte ich auch. So, ich wollte einfach testen. So einfach mal mutiger sein und sich einfach was ausprobieren, so mit den Klamotten oder die Haare oder so. Weil dann sieht doch anders aus. Ja. Wie gesagt, ich hätte niemals sowas überhaupt bestellt und sowas angezogen. Ja, das sieht gut aus. Gut, und den Hut würde ich, wie gesagt, mal tragen. Ja, aber ich bin keine Hut. Ich finde das Outfit ist scheiße. Genau. Weißt du, was ich meine? Outfit. Seht ihr den Unterschied? Hut weg, das Outfit, plötzlich ist das lame. Und so, jetzt wieder Hut drauf. Hut drauf und geil, das Outfit ist wieder geil. Sieht anders, ja, das ist schon, ich finde diese das Outfit lebt durch den Hut. Genau, ja. Und das ist schon ein Hingucker. Ich glaube, wenn man so rumläuft, man ist auch schon, wird man schon angeschaut, fällt auf. Ich finde den Rock sehr gut. Der Rock ist leider nicht optimal, würde ich sagen, weil er fällt sehr klein aus und wir haben wieder das Problem, dass er so eng ist und man dann wieder den hier macht. Ja, und das ist mega uncool. So, wenn ich sehe, guck mal. Das ist nicht schön. Nee, das ist nicht so geil, hast du recht. Aber es ist nicht dein Stil, das weiß ich. Nein. Aber die Outfit-Kombination an sich finde ich hübsch. Aber wir gucken uns das kurz an. Okay, wir halten fest, der Rock ist nichts für die Mama. Ich kann es verstehen, ich muss ehrlich sagen, der Rock ist auch nichts für mich. Ich finde den super schön vom Muster. Und bei dem Outfit, weswegen... Du magst das Muster auch nicht?
Achso, ja, das muss er schon, ich habe mal gesagt. Ja, weil es so kurz ist. Achso, ja, weil es so kurz ist. Ja, es ist halt so ein typisch wieder das Problem, was wir beide haben. Dass doch, es so das muss er schon, aber es müsste schon etwa 10 cm. Das wäre mir zu lang. Also ich finde die Länge gar nicht so schlimm, wenn sie da bleibt, wo sie bleibt. Bei mir. Nein, ich würde schon. Bei dir würde ich vielleicht auch ein bisschen länger sein. Länger machen, weil ich meine, für mein Alter finde ich das auch entsprechend länger zu tragen. Bequemer. Ja, dann auch mit Strumpfhosen würde ich die auch anziehen. Zum Beispiel mit irgendeiner Leggings wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, ich würde das zum Beispiel mit einer schwarzen Leggings kombinieren und von mir aus ganz so kurz sein. Der Rock. Eine, ja. Aber hier knallschwarz. Ja. Aber ich würde vielleicht von dem ersten Outfit würde ich. Und dann den Rock drüber. Den Rock drüber und dann so rumlaufen. Ich finde sowas Cooles. Ja, das meinte sie. Ich glaube, wir verstehen alle, dass das eine Möglichkeit ist. Ich allerdings die Möglichkeit doch noch mal etwas schicker finde. Weißt du, warum? Ich sehe wie eine schwarze Maus. Ja, das ist von allem zu much. Wisst ihr, warum das Problem ist? Vor allen Dingen, wenn man sich das mal näher anschaut. Wir haben oben einmal ein Oberteil, was Ripp ist. Dann haben wir hier eine Art Netz. Das ist nicht mal Chiffon, also das ist ein bedrucktes Netz. Dann haben wir unten noch mal was Glänzendes. Und dann noch mal sehr derbe Boots, die schon sehr, sehr auffällig sind. Und das ist dann einfach eine zu starke Kombi. Und dieses Blazer, also warum das Beige eigentlich von dem Blazer funktioniert, ist, weil das Muster diese Art Gelb und so ein Off-White nochmal aufgreift. Mhm. Sieht auch schön aus. Sieht auch cool aus, aber ich glaube, es sieht bei mir cool aus, ohne diese Leggings. Ich weiß es nicht. Ich muss mich anschauen vor dem Spiel. Ja, schau dich mal an. Nee, Leute. Also. Ich finde es nicht. Ja! Mama, aber eine Strumpf. Damit und schwarzes Hut, genau das wollte ich jetzt. Was? Oh Mama. Cool! Cool! Auch so. Ja, aber die Materialien, das kommt auf dem Video, weiß ich nicht, ob das so gut rüberkommt. Die Materialien, wenn ich das sehe, würde ich denken, eine Sache muss weg, würde ich mir denken. Aber das ist maybe a little bit too much. Aber wir können ja mal, wir können leider gar keine Umfragen mehr hier anfügen. Es gibt gar nichts mehr bei YouTube. Ich werde euch mal unten in den Kommentar lassen, da dürft ihr sehr gerne mal abstimmen, was ihr cooler findet. So oder mit Strumpfhose oder so mit einer glänzenden Leggings. Falls ihr weitere... wir hoffen sehr, dass euch die Outfits gefallen... Was? Oh Gott, der Hut. Der passt sogar fast schon. Der passt auch nicht schlecht zu mir. Der hat dir gefallen, ne? Ja, ist genau perfekt jetzt. Ihr dürft uns natürlich sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Vielleicht habt ihr auch unterschiedliche Favoriten, also vielleicht irgendein Favorit an ihr oder irgendein Favorit bei mir, wo ihr sagt, das sieht besser aus. Ihr dürft auch sehr gerne zu jedem Outfit einfach knallhart sagen, hey, an der Monika, das ist meine Mutti, sieht es besser aus oder an der Sophia sieht es besser aus. Lasst es uns sehr gerne unten in den Kommentaren wissen und vor allen Dingen, falls ihr Bock habt, mehr Videos von uns beiden zu sehen oder Ideen vor allen Dingen habt, lasst es uns auch gerne am besten ein Däumchen nach oben wissen. Ich möchte sehr gerne dabei sein, sehr oft. Das klingt immer so, als würde ich dir ein Skript geben. Die Leute denken, dass ich dich zwinge, hier in dem Video zu sein. Okay. Ich habe Hunger. Wir gehen jetzt Spaghetti essen. Also, falls ihr Lust habt, das letzte Video euch anzuschauen, dann geht es jetzt mal bitte ganz kurz da zur Seite. Dann verlinke ich euch das hier in der Mitte. Ach so, weil du musst nicht aus dem Bild raus. Drin. Ja, du musst nicht aus dem Bild raus. Hier könnt ihr es verlinken. Da könnt ihr sehr gerne reinklicken. Hier unten könnt ihr abonnieren. Wie ihr seht, gebt einfach meiner Mutter ein Däumchen nach oben. Einfach, weil sie hat einfach Lust, im Video dabei zu sein. Also, bitte seid nicht so böse zu ihr. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis bald. Tschüss. Oh Gott. Mama. Au.